Oh oh, oh oh. Gli gli gli, kokokokokolo. Flitzer blitzer glitz. Glitzer. Giggli giggli giggli. Da bist du ja, Mario. Gerade rechtzeitig, um dank meiner Origami-Künste zu einem Schmetterling gefaltet und von mir zerquetscht zu werden. Nimm das! Glitze die Blitzer, hu! Oh je. Yeah. Das glitzt! Mario, schau nur, der Sticker auf seinem Kopf. Das ist ein Royal-Sticker. Pass bloß auf, du plapperner Depp. Das ist mein Sticker. Gib den zurück, sonst kriegst du richtig Ärger. Nicht so laut, du freches, unglitzerndes Klebedings. Bowser hat uns diesen Sticker anvertraut, nicht dir. Und dank der Kraft dieses Glitzerkleinods sind wir aufgeladen mit purer Energie. Oh. Glitzer, glatz, glotzer, glitz, glatz, glotzer. Glaubst du es nicht? Diese Sticker sind zu stark für dich. Ach ja? Ah, wow. Oh, diese Glitzerigkeit. So viel Glitzer, so viel Kraft, die er uns gibt. Die strahlende, prahlende Pracht, die er uns verleiht. Bist du sicher? Ah. Oh yeah, wieder zwei Münzen, immerhin. Können wir zweimal angreifen, reicht schon. Sollte reichen. So, probieren wir es doch erstmal damit. Damit kriegen wir doch bestimmt die meisten von denen weg. Und Pickelhaube ist eine gute Idee jetzt. Gegen so viele Goombas. Bam! Und, 6? Ach so. Hehe, jetzt kommt's. Hahaha! Also gut, Jungs. Zeit für die Hauptattraktion. Oh, oh. Ein Rechteck. Sogar ein Alter! Riesenglitzer-Goomba. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie der sich macht. Nehmen wir doch den Colorsprung dafür. Bam, bam, bam. Na, hat nichts gebracht, wa? Oh, Mann. Damn it. Oh, no. Grillhammer? Am besten wäre ja sowas in Glitzer, aber wir haben noch die Schere zur Not. Wir können auch den Wurfhammer erstmal benutzen oder vereisen. Ja. Ja, zweimal nur. Zwei nur. Mist. Oh, schön geblockt wenigstens. So. Was benutze ich nur? Hm. Habe ich noch irgendwas Gutes? Irgendwas richtig Gutes? Ich habe hier so einen Hüpfpushen mit Glitzer. Aber ich glaube, das ist nicht das Wahre. Ich weiß nicht, ob der Typ einschlafen kann durch den Mähhammer. Mäh! Oh ja, er schläft. Ha! Für eine Runde. Fuck. Und kriegt dann natürlich... Ja. Okay, das hat nichts gebracht. Wie wär's denn jetzt mit dem Grillhammer? Zur Not... Oh Gott, ey, der macht doch echt keinen... Ich mach doch echt keinen Schaden daran. Autsch, shit. Ich sollte aufpassen. Wie wär's mit einem Powerblock erstmal? Um Zeit zu schinden. Zerknittert. Bewegung unmöglich. Yes. Na toll, aber nur für diese eine Runde. Okay, wie es aussieht, muss ich die Schere benutzen. Schade. Was ist mit dem Wasserhahn? Was macht der eigentlich? Gucken wir mal. Oh. Und weiter? Ah, sie werden nass. Und Papier, wenn es nass wird, wird, naja, voll knitterig. Und nass. Autsch. Verdammt. Jetzt geht's doch ums Ganze. Wir benutzen erstmal einen Pilz. Und danach drehen wir auch vielleicht mal. Besser ist. Aua. Okay. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht es los. Also.
Drehen wir mal ein bisschen. Und zwar drücken wir nochmal X für den Spezialgewinn. Oh. Ah. Wieder bloß zwei. Na toll. Kann ich nicht was haben, wo ich so oder so immer drei kriege? Nee, ist nicht. Schade. Okay. Das erste, was wir brauchen, ein normaler Sprung. Und dann das Ding. Ach nein, fuck. Bin ich doof. Ich bin so dämlich. Nein. Aber wenigstens können wir jetzt einmal mit ein paar Scherchen dieses Teil zerteilen. Zack. Und 24. Na, jetzt sind wir uns doch ebenbürtig. Ha! Denkste, damit kommst du gegen diese Wand aus geballtem Glitzer nicht an. Sicher? Noch kann ich eine Weile. Noch kann ich. Oh. Der sieht nicht mehr gut aus. Na dann. Aber irgendwie einzelne KP abzuziehen ist auch nicht das Wahre. Au. Wow, vier nur noch. Okay. Ich könnte ja nochmal drehen. Spezialgewinn? Klar. Oh. Perfekt, ja! Volle Heilung, wie es aussieht auch. So, und jetzt kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen, was das Ganze angeht. Da können wir auch gerne mal drei Hüpfer nehmen. Bin ich ja nicht so. So, bereit? Ja. Na, ich lasse ihm dann wahrscheinlich genau ein KP übrig. Oder auch nicht. Nö, doch nicht. Und weg ist er. Haha. Das hat sich doch gelohnt. Gligla-Gorx. Das war nicht nett. Kommt schon, Jungs. Poliert euch gefälligst etwas auf. Sag nicht, das war's. Noch nicht. Kommt, meine mega glimmernden Glitzerglänzer. Vereint euch noch einmal zu einem mega flimmer Glitzersticker. Nein, also, großer mega strahle Gumba. Ich glaube, ich wäre lieber ein ganz normaler Gumba wie vorher, wenn es dir nichts ausmacht. Ich auch, ehrlich gesagt. Die Kraft dieses Stickers verändert einen Gumba. Nicht nur den Körper, auch den Geist. So haben wir nicht geplant. Ja. Sowas von unglitzernd, unstrahlend und ganz allgemein uncool. Dann verzieht euch doch, ihr jämmerlichen Jammerlappen. Wenn das so ist, dann... Na gut, dann überstrahle ich euch halt ganz allein. Ach ja. Oh. Mit einem KP, den ich ihm abziehen muss, nur noch. Gerne. Bereit. So. Hey, du hast gewonnen, aber dabei hast du echt ganz schön viele Sticker verbraucht. Meinst du nicht, dass du einen effektiven Sticker gehabt hättest, den du stattdessen hättest einsetzen können? Nein. Egal, du hast ja trotzdem gewonnen. Für dieses Mal ist alles gut gegangen, aber nächstes Mal sollten wir vielleicht eine andere Strategie ausprobieren. Ja, ich wette, die Bosse, die werden wohl schon Schwächen haben, aber welche denn? Glorg. All die wunderbare Glitzerkraft. Das war am Ende nur ein klebriger Traum. Und jetzt ist alles weg. Mein ganzer Glanz. Es hat sich ausgeglitzert. Bam. Das Vieh ist explodiert und er hat einfach mal den Sticker da gelassen. Schön, schön, schön. Haben wir wenigstens wieder ein bisschen Gewalt da im Spiel gehabt. Wunderschön. Dieser Royal-Sticker. Er hat auf dem Gumba geklebt und so seine Kraft auf ihn abgestrahlt. Ich frage mich nur, ob er durch Zufall dahin gelangt ist. Oder ob jemand ihn mit Absicht da drauf geklebt hat. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre. Du hast ja selbst gesehen, Royal-Sticker verfügen über ungeahnte Kräfte. Wenn also ein anderer von ihnen auf einem anderen Gegner klebt,
wird er genauso verglitzert wie dieser hier. Das wäre eine Klebastrophe. Mir wurde vor Aufregung gerade selbst etwas glitzerig vor Augen. Aber egal, lass uns erst einmal den Royal-Sticker hier aufs Album kleben. Da, seht ihr? Das sind eindeutig Mittelfinger. Ja, oder natürlich Royal-Sticker-Plätze. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich denke da trotzdem an Mittelfinger. Ein Sticker kam einst vom Himmel daher. Da freuten sich einige Goombas gar sehr. 16 flache Sticker kämpften als einer. Dann spalteten sie sich und übrig blieb keiner. Was für ein schönes Gedicht. So herzzerreißend. Und ich habe eine neue Stickerseite. Sehr geil. Da kann ich auch den nächsten Kampf locker gewinnen. Okay, und wie es aussieht, geht's da hinten dann noch weiter in einem... Hä? Leg eine Pause ein, wenn du beginnst, dich müde zu fühlen. Nee, noch nicht. Also wir kommen hier noch nicht durch, wie es aussieht, sondern erst später. Na gut, gehen wir zurück nach Stickershoven. Da wird uns bestimmt schon was erwarten. Nein? Keine jubelnden Tots, die sagen, hey, wow, das hast du aber toll hingekriegt. Na gut. Dann gehen wir erstmal in den Laden und füllen unsere Stickersammlung wieder auf. Tap, 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 tap. Ja, ich möchte was kaufen, natürlich. Nein, kein Glitzerpilz. Pilze sind immer gut. Dann nehme ich noch zwei. Ja. Die mag ich auch. Kann man immer mal gebrauchen. Ansonsten... Wurfhammer, Ich will einen Grillhammer. Powblock, nee. Ach, einfache Hammer reichen auch. So. Danke für den Besuch. Und die restlichen Sticker, die kriegen wir ja irgendwo wieder. Keine Sorge, da ist mein Album ganz schnell wieder voll. So. Fragen wir doch mal nach, was können wir denn tun? Das ist das Zentrum von Stickershofen. Von hier aus können wir also die Welt in die Welt aufbrechen. Okay, wir können also gerade nichts Neues von ihm erfahren. Zumindest nicht dort. Dann gehe ich mal wieder davon aus, dass wir Welt Nummer 2 aufsuchen dürfen. Und erstmal was abziehen, natürlich. Wo ist er denn jetzt hin? Achso, hier war ja noch dieses Türchen. Da fragt sich natürlich, ja, wie geht's dann da weiter? Ja, das ist eine Tür. Wetten, eine große Tür. Zwei dieser Bilder sind... Achso. Zwei dieser Bilder sind Pilze? Warum ist wohl der Pilz zweimal abgebildet? Gute Frage. Wo soll denn bitte diese Wüste sein? Auf der anderen Seite vielleicht? Ja. Ich denke schon. Warum sind da zwei Pilze drauf abgebildet? Papierisieren, geht das? Also auf jeden Fall ist da was. Oh nein. Aha, so macht man das also. Noch mehr aufkleben muss ja. So geht das. Ah, hätte ich mir ja eigentlich fast selber denken können. Hab ich sogar. Wow. So, dann packen wir da noch so einen hin. Ich hoffe, wir haben auch alles dabei. Noch mehr aufkleben, natürlich. Eine Feuerblume haben wir doch sicher auch noch. Ja. Und wir haben alles dabei, was wir brauchen. Geilo. Dann kommt jetzt noch der Sticker. So. Wow. Ja, noch mehr aufkleben. So.